Hi, hier ist Flo. Ich bin heute wieder im Piratentaxi, heute mit Julia Reda. Hallo. Hallo. Du bist sehr aktiv in der europapolitischen Sparte der Piratenpartei. Was kannst du denn zum Programm der Piraten sagen diesbezüglich? Also wir haben ja auf dem letzten Parteitag den sogenannten Euro-Sixpack verabschiedet. Das sind verschiedene Themen zur Europapolitik, die jetzt gerade für die Bundestagswahl schon besonders wichtig sind. Also es ist ja so, dass das Europaparlament selber zwar über Gesetze auf europäischer abstimmen kann, auf europäischer Ebene, aber eben selber keine Gesetze starten kann. Insofern ist es ganz wichtig, dass man eben auch in den einzelnen europäischen Ländern eben europapolitische Themen behandelt. Und da ist im Moment viel im Gange natürlich, was für die Piraten besonders wichtig ist. Also der Abhörskandal, wo es jetzt auf europäischer Ebene gleichzeitig eine europäische Datenschutzreform gibt, die im Moment verhandelt wird. Da setzen sich die Piraten halt dafür ein, dass die informationelle Selbstbestimmung da besonders durchgesetzt wird und dass auch man Datenschutzrechte gegenüber Unternehmen geltend machen kann, die eben nicht selber in der EU tätig sind, also zum Beispiel Facebook oder so. Und wir setzen uns auch für eine gesetzliche Festschreibung der Netzneutralität ein, was im Moment durch die jetzige Kommission auf europäischer Ebene ziemlich stark torpediert wird. Also es wurde lange Zeit versprochen, es würde ein Gesetz zur Netzneutralität geben. Und der Entwurf dafür wurde jetzt vor kurzem veröffentlicht. Und da sind so viele Ausnahmeregelungen drin, dass im Prinzip eigentlich eine Verletzung der Netzneutralität explizit erlaubt wird. Es gibt viele andere Themen, mit denen wir uns da befassen. Natürlich auch die Wirtschaftskrise. Jetzt im EU-Sixpack direkt? Genau. Also das ist ja gerade die Wirtschaftspolitik ist ein Thema, wo das Europaparlament nicht so viel machen kann, wo ganz viel eben über die Regierungen der einzelnen Länder läuft. Und da fordern wir vor allen Dingen eine Abkehr von der Austeritätspolitik, die jetzt von Merkel stark durchgesetzt wird. Also wir sind der Meinung, es braucht ein Investitionsprogramm in Europa, eben vor allen Dingen nachhaltig solche Bereiche wie eben Energieeffizienz und das nennen wir quasi so eine Neuauflage des Marshallplans sozusagen, also dass eben durch Investitionen in die Infrastruktur, in die Umweltfreundlichkeit eben auch die europäische Wirtschaft wieder angekurbelt wird. Okay, du bist jetzt auch seit neuestem Vorsitzende der jungen Piraten von Europa. Mhm. Die haben sich erst im August jetzt gegründet, oder? Ja, genau. Also das ist noch ganz neu. Allerdings waren wir jetzt schneller als die Piratenpartei Europa, die sich im März gründen wird. Bei den Jungpiraten Europa, das ist eigentlich so ein Projekt, das wir schon seit ein paar Jahren planen. Also schon seit dem Jubicamp 2010 gibt es da eigentlich Gespräche. Das sind jetzt 8, inzwischen 9 Länder, die dabei sind. Also Gründungsmitglieder waren eben die Jungpiraten aus Schweden, Finnland, Norwegen, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Belgien und Weißrussland. Und kurz nach der Gründung haben sich jetzt eben auch noch die jungen Piraten von Island gegründet. Da gibt es ja auch eine relativ junge Piratenpartei, die gleich dort ins nationale Parlament eingezogen ist. Stimmt, jetzt im April. Ja, also da ist auf jeden Fall gerade auch eine ganz spannende politische Situation, dadurch, dass wir da jetzt die ersten Piraten auf nationaler Ebene gewählt haben. Und ja, die isländischen jungen Piraten haben sich dann gleich gegründet und sind auch gleich den Jungpiraten Europa beigetreten. Und ja, also wir sehen unsere Aufgabe schon ein bisschen anders als jetzt die Piratenparteien. Bei den Jungpiraten Europa geht es vor allen Dingen darum, eben junge Leute zusammenzubringen. Also wir machen Austausche zwischen unseren Mitgliedern. Und das ist auch, denke ich, eine ganz wichtige Sache, wenn es darum geht, irgendwie die europäische Einigung so voranzubringen und auch zu leben. Es ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass die Leute sich auch mal offline treffen. Und ja, wir haben ein großes Sommercamp gehabt in Schweden, das, denke ich, ein voller Erfolg war in der Hinsicht. Also
war eine tolle Atmosphäre und viele Workshops zu verschiedenen Themen. Das und war so. Auch im Zuge dessen, habt ihr auch die Gründung gemacht, oder? Mhm, ja. Genau, also dieses Camp war quasi so zur Vorbereitung der Gründung und da haben dann auch eben von allen Gründungsmitgliedern Leute teilgenommen. Und das war ganz toll, weil es eben nicht wie sonst war, dass irgendwie eine nationale junge Piratenorganisation ein Camp macht und dann 3-4 Leute von woanders dazukommen. Sondern dass es eben insgesamt eine ganz internationale Gruppe war. Und das war, glaube ich, extrem bereichernd so für alle Leute, die da teilgenommen haben. Und im Anschluss waren wir dann auch noch in Stockholm auf dem 10. Geburtstag von The Pirate Bay. Da gab es ein größeres Festival mit viel freier Musik. Und das war auch extrem witzig und hat Spaß gemacht. Wie lange bist du selbst schon überhaupt bei den Yuppies aktiv? Ich bin seit 2009 bei den Yuppies Mitglied, also im Prinzip zur gleichen Zeit, wo ich auch bei der Piratenpartei eingetreten bin. Also zwei, beide Mitgliedsanträge sozusagen ausgefüllt gleichzeitig. Wenn ich mich recht erinnere, war es so, oder ich glaube auf dem Bundesparteitag in Hamburg dann meinen Yuppie-Mitgliedsantrag ausgefüllt. Das war 2 Wochen, nachdem ich beigetreten bin. Und ich bin dann relativ schnell in den Vorstand gekommen. Also ich war dann seit Ende 2009 Beisitzerin im Vorstand und bin dann kommissarische Vorsitzende geworden, als der alte Vorsitzende zurückgetreten ist. Und das habe ich dann eine Weile lang gemacht und bin jetzt aber quasi auf die europäische Ebene weitergezogen. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, zu den Yuppies und auch zur Piratenpartei sozusagen? Ich war vorher Mitglied in der SPD für 6 Jahre, also so von 2003 bis 2009. Und ich wollte halt immer irgendwie politisch was machen, war auch immer politisch interessiert und habe dann auch Politik studiert, aber ich hatte bei der SPD extrem das Gefühl, dass man dort zwar gerade als junge Frau irgendwie so auf eine oberflächliche Weise eingebunden wird, also dass sie einen auf irgendwelche Empfänge schicken und so, aber dass eigentlich an der politischen Mitarbeit kein großes Interesse bestand da. Und habe mich dann auch nach einer Weile nicht mehr besonders aktiv beteiligt und war eben mehr oder weniger eine Karteileiche dann. Und, so wie viele SPD-Mitglieder, glaube ich. Ja, und dann kamen halt die Netzsperren und das war für mich der Punkt, wo ich dann wirklich festgestellt habe, dass die SPD nun mal keine freiheitliche Partei ist, die irgendwie sich für Grundrechte einsetzt und die auch zu dem Zeitpunkt vor allen Dingen einfach auch die Kompetenz nicht hatte, sich mit Internetthemen auseinanderzusetzen und die Leute, gerade die jungen Leute in der SPD, die davon was verstanden haben, eben einfach nicht gehört wurden, weil sie auch in der Hierarchie nicht hoch genug waren oder warum auch immer. Und nachdem ich dann bei der SPD ausgetreten war, hat es auch nicht lange gedauert, dass ich angefangen habe, mich mit den Piraten zu beschäftigen und bin da dann ziemlich schnell eingetreten und habe mich da auch total wohlgefühlt und fand es extrem leicht, mich dort einzubringen. Du hast gerade schon angesprochen, dass du Politikwissenschaft studierst. Mhm. Unter dem Hashtag Wahlprogramme from Hell kann man, glaube ich, so einen Teil deiner Magisterarbeit oder Masterarbeit nachvollziehen. Kannst du mir dazu noch was sagen? Ja, also ich schreibe gerade meine Abschlussarbeit in Politik über das Thema, wie die großen Bundestagsparteien auf das Aufkommen der Piratenpartei programmatisch reagiert haben. Also ich will schauen, ob die Themen, die die Piratenpartei in ihrem Gründungsprogramm hat, also so die ganz klassischen Kernthemen, so Urheberrecht, Datenschutz, Transparenz des Staatswesens, ob die Behandlung dieser Themen sich bei den anderen Parteien maßgeblich verändert hat, einmal nach der Bundestagswahl 2009 und dann auch nach dem Einzug ins Berliner Abgeordnetenhaus. Und ja, dazu musste ich eben alle Wahlprogramme der großen 5 Parteien ab 2006 bis jetzt 2013 mir durchlesen und diese entsprechenden Textstellen irgendwie markieren und katalogisieren. Und das war eine unglaubliche Fleißarbeit, die auch über Strecken halt ziemlich langweilig war. Und ich habe mir dann immer so meine Zeit ein bisschen dadurch versüßt, dass ich irgendwie die blödesten Sprüche aus den
Wahlprogramm dann noch bei Twitter unter Wahlprogramm From Hell verbreitet habe. Und das hat relativ viel Beliebtheit gefunden, gerade als es dann an die aktuellen Bundestagswahlprogramme ging, wo auch teilweise ziemlich unglaubliche Sachen drinstehen. Welche zum Beispiel? Also was mir extrem übel aufgestoßen ist, war, dass aus dem aktuellen Wahlprogramm der SPD, wo zur Vorratsdatenspeicherung sowas gesagt wird, ja, dass grundsätzlich irgendwie eine Erfassung von Verbindungsdaten ja notwendig sei. Es würden aber auf keinen Fall irgendwie Bewegungsprofile gespeichert. Was halt einfach nicht geht. Also entweder man speichert die Daten oder man speichert sie nicht. Und was sie wahrscheinlich sagen wollen, ist, dass sie sie nicht zu Bewegungsprofilen zusammenführen oder so. Aber das ist auf jeden Fall ganz merkwürdig. Und auch solche Dinge wie, dass die CDU gerne Videoüberwachung gegen aggressives Betteln einsetzen möchte und solche Dinge, oh mein Gott, einfach unglaublich sind. Okay. Und was ist jetzt so dein Schluss? Also du bist ja sozusagen fast am Ende der Arbeit. Hat sich denn der Einzug der Piratenpartei, also haben sich die Programme dadurch maßgeblich verändert? Gab es einen Einfluss? Also was sich auf jeden Fall verändert hat, ist der Raum, den diese Themen einnehmen. Also die werden wesentlich stärker thematisiert in dem Programm. Man könnte jetzt sagen, das liegt nur daran, dass das Internet halt wichtiger geworden ist. Aber diese Steigerung kann man eben auch bei Themen sehen, die jetzt nicht direkt was mit dem Internet zu tun haben. Also zum Beispiel jetzt die Transparenz des Staatswesens. Und was ich ganz spannend fand, ist, dass diese Reaktion, also wenn es denn wirklich eine Reaktion auf die Piraten ist, dass die schon nach der Bundestagswahl 2009 stattgefunden hat und sich eben nicht nochmal gesteigert hat nach dem tatsächlichen Einzug in Länderparlamente, sondern dass es da eigentlich gleich geblieben ist. Und ja, es gibt halt Unterschiede zwischen den Parteien. Also die CDU war die einzige Partei, die ziemlich spät reagiert hat. Also erst im Prinzip nach der Abgeordnetenhauswahl. Und bei den anderen Parteien kann man aber schon vorher sehen, dass diese Themen wichtiger werden. Und was auch ganz interessant ist, ist, wenn man einfach nur nach den inhaltlichen Aussagen geht, in den einzelnen Sätzen, dass doch der Großteil der Aussagen eher zustimmend sind zu den Positionen der Piraten. Aber das liegt auch ein bisschen in der Natur der Sache. Also niemand schreibt sich in sein Wahlprogramm, wir sind gegen Transparenz oder wir sind gegen Datenschutz. Und also die größte Uneinigkeit ist dann letzten Endes bei den Urheberrechtsthemen. Und du als Piratin, also wie siehst du das, dass jetzt sozusagen die Themen der Piratenpartei Stück für Stück auch in andere Programme übernommen werden? Naja, also es gab gerade zu Beginn der Piraten natürlich immer so diese Aussage, ja, wir wollen uns selbst überflüssig machen. Und es ist ja eigentlich, also wir haben ja alles erreicht, wenn die anderen Parteien quasi unsere Positionen übernommen haben, dann können wir uns eigentlich auch wieder auflösen. Ich habe halt ein bisschen die Befürchtung, dass ja, es teilweise Lippenbekenntnisse sind, also dass natürlich die Parteien merken, okay, es gibt ein Bedürfnis der Bevölkerung, dass mehr das Thema politischer Transparenz und Korruptionsbekämpfung behandelt wird, aber das hilft halt nur bedingt, wenn es dann letzten Endes politisch nicht umgesetzt wird. Also gerade wenn es um solche Dinge geht wie Abgeordnetenbestechung und so weiter. Und wenn da politisch nichts passiert, dann ist natürlich niemandem geholfen. Insofern denke ich, dass das zwar irgendwie ein positives Zeichen ist, wenn so ein bisschen was abgefärbt hat von den Positionen, aber dass das natürlich nicht irgendwie die parlamentarische Beteiligung von einer Partei ersetzt, die diese Themen auch als wichtig erachtet. Die sich deswegen auch gegründet hat, sozusagen. Ja. Also die Grünen sagen ja gerade immer, dass sie ja eigentlich viele unserer Positionen teilen würden, nur sie sind eben nicht ihre wichtigsten Positionen und wir haben ja oft genug gesehen, dass wenn es dann wirklich darum geht, irgendwie politische Kompromisse zu schließen, dass das dann eben auch Positionen sind, die Grünen dann eben zugunsten ihrer Kernthemen opfern. Ja. Ich habe noch eine letzte Frage und zwar bezüglich der Europawahl. Ich glaube, die ist im Mai nächstes Jahr. Ja. Was glaubst du, was wir da für Chancen haben und wie wichtig schätzt du diese Wahl ein?
Also ich glaube, dass die Europawahl extrem wichtig ist und auch immer wichtiger wird, weil wir oft unterschätzen, wie viele Gesetze, die auch gerade so im Bereich der Kernthemen der Piraten sind, eigentlich nur Umsetzungen von Richtlinien sind, die schon auf europäischer Ebene beschlossen wurden. Und wir kriegen diese Themen oft erst viel zu spät mit oder werden erst viel zu spät aktiv. Also ja, zum Beispiel eben bei der Vorratsdatenspeicherung, da muss man eben auf die europäische Ebene gehen und die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung dort kippen. Sonst werden wir immer in diesem komischen Limbo sein, wo Deutschland sich zwar weigern kann, die Richtlinie umzusetzen, aber letzten Endes es in anderen Ländern weiterhin durchgeführt wird. Und wir wollen uns ja nicht nur für Menschenrechte in Deutschland einsetzen, sondern überall. Und ja, also die Kompetenzen der EU werden sich noch ausweiten und das unterstützen wir ja auch. Und deshalb müssen wir es auch schaffen, die politische Debatte auf diese Ebene zu heben. Und es ist wesentlich leichter, wenn wir eben auch Parlamentarier im Europaparlament haben, die eben nicht nur eben an Gesetzen arbeiten, sondern auch viel Öffentlichkeitsarbeit machen können. Also die können Leute einladen, um nach Brüssel zu kommen. Das machen wir auch mit den jungen Piraten oft, mit den beiden Europaabgeordneten aus Schweden, die wir schon haben. Amelia Anderstotter, genau. Und Christian Engström. Mhm. Ja. Und ja, also das wird eine ganz wichtige Wahl, eben weil es auch das erste Mal ist, dass die Piraten die Chance haben, irgendwo wiedergewählt zu werden. Das ist ja eine ganz andere Situation, als wenn man sagt, okay, wir sind die Neuen, wir machen alles anders. Sondern ja, da ist es halt so, wir hatten Piraten im Europaparlament, die haben was vorzuweisen. Also gerade wenn es um ACTA geht, wo Amelia ja das Dossier in einem der zuständigen Ausschüsse zu vertreten hat und wo auch, ja, denke ich, wir einen großen Sieg errungen haben, natürlich nicht nur die Piraten, aber wo eben auch die Piraten im Europaparlament viel zu beigetragen haben. Und ja, ich denke, unsere Chancen stehen da ziemlich gut. Es gibt im Gegensatz zur Bundestagswahl aktuell eine 3%-Hürde, wobei eben auch unklar ist, ob die verfassungsgemäß ist, weil ja die 5%-Hürde vom Bundesverfassungsgericht gekippt wurde. Aber ja, also maximal eine 3%-Hürde wird es geben. Und ja, die Leute sind bei einer Europawahl, glaube ich, auch eher bereit, kleinere Parteien zu wählen, weil es eben nicht darum geht, eine bestimmte Koalition zu favorisieren. Also es gibt ja die Kommission oder der Kommissionspräsident wird zwar formal vom Europaparlament gewählt, aber eben auch nicht auf den Vorschlag hin. Und man hat nicht so diese Regierungs-Oppositionsdynamik wie im Bundestag. Und es gibt eben viele kleine Parteien. Und ja, insofern denke ich, dass wir die 3% auf jeden Fall schaffen können. Und ich, ja, freue mich auch einfach auf den länderübergreifenden Wahlkampf, den wir da führen werden, weil es eben auch einige andere Länder gibt, wie zum Beispiel Schweden, die, denke ich, auch durchaus Chancen haben, jemanden ins Europaparlament zu kriegen. Ja, super. Dann danke ich dir sehr fürs Interview. Ja, ich danke dir. Super. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay.